Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Witcher 3 mit Geralt und eurem Doc. Normalerweise habe ich mir überlegt, dass wir den Baron jetzt nochmal treffen. Ich gehe jetzt aber gerade mal nochmal hier ein bisschen lang. Ah! 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 Flucht! Oh, sind noch mal Erscheinungen. Nee, komm. Das bringt mir gerade nichts. Genauso wie die Erscheinung da wegzunudeln. Hier kommen wir später noch mal hin. Wir gehen direkt zum Baron und treffen ihn und dann zeigen wir den Hexen mal, wo ein Haken ist. Wo wir einen Haken schlagen können. Schnellreise. Schönes Wetter dafür. Niederwir, so hieß das Ding. Was ist hier passiert? Ein verdammter Rat. Eine Schönheit? Von wem zum Teufel redest du? Eine gewaltige Stute. Ein Monster von einem Pferd. Alle sind durchgedreht, übereinander hergefallen. Haben alle getötet. Nachbarn, Kinder. Der Geist des Waldes. Er rächt sich an denen, die seinen Niedergang wollten. Treibt sie in den Wahnsinn. Geralt, gut, dass du da bist. Ich kann ihr Geträller nicht enträtseln. Ich sollte sie die Peitsche kosten lassen, sie auf Kurs bringen. Herr, das haben sie auch gesagt. Über die Stute, meine ich. Dass sie der dunkle Geist des Waldes ist. Wer hat das behauptet? Die Hexenjäger. Sie sind hier durchgekommen, wollten zum Dorf im Sumpf. Das Mädchen, das nach seiner Mutter gefragt hat, ist mit ihnen geritten. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Ach du Scheiße. Einverstanden. Ich hole meine Männer. Die Tochter ist unterwegs. Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchten Mumen erledigen. Drecksumpf! Diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verfaulen! Was sollten wir gegen die Hexen dann anwenden? Gift der Erhängten. Ich muss mal ins Bestarium reingucken. Insektoiden bestimmt nicht. Relikte, Vampire. Den hatten wir vorhin. Mumen. Sind Relikte. Gibt es irgendwas, was ich gegen Relikte einsetzen kann? Habe ich nichts. Geralts maximale Vitalität wird durch jeden getöteten Gegner erhöht, okay. Achso, ja, das sind ja die Dinger. Katze. Sehen bei totaler Finsternis. Ich muss ja auch meinen ganzen Bücher-Shit verkaufen. Oder Blätter-Shit, was auch immer. Bum 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 bum. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wo haben wir denn den? Genau, Alchemie wollte ich mal kurz reingucken. Absurd. Blaues Mutagen müssen wir jetzt auch nicht machen. Alkohol brauchen wir jetzt auch nicht. Besitzen wir alles schon. Verbesserter Mondstaub. Da fehlt uns noch was.
Schrottköder. Wird zum Abschließen einer Quest benötigt. Tränke. Verbesserter Donner. Erhöht die Angriffskraft. Ja. Hybridenöl. Höhlentrollleber. Öl. Nee. Reliktöl. Hopfenolder. Ich glaube nicht, dass ich das mal eben holen werde irgendwo. Mumen, Scheiße! Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Ihr denkt wirklich, dass ihr eine Chance habt gegen die Mumen. Na okay, sie haben große Schilder dabei. Nutzt jetzt eigentlich auch Silberschwerter oder? Toll, vergifte ich mich noch als einziger, ne? Jetzt bist du da! Nein! Boah, bin ich doof? Genau, greift nur Geralt an. Und beschimpft mich noch, wenn ich mich selbst heile. Ein harter Kampf. Ganz schön zäh. Ja, so viel habe ich lang nicht mehr gesehen. Wir hätten nicht herkommen sollen. Wir haben doch gar keinen Grund, uns hier herumzutreiben. Diesmal haben wir es geschafft. Aber wer weiß, was wir da unten noch alles finden. Ich da Angst? Aus deinem Mund, Bullenberti? Was? Ich? Angst? Du träumst wohl. Lauft eurem Baroma hinterher, nachdem ihr alle im Kreis gelaufen seid. Zeigt diesen Monstern, wer hier das Sagen hat. Ja, guck mal, sind schon welche gestorben von uns? War auch wieder ein totaler, nicht vorzeigbarer Kampf. Nur Scheiße rumgepimmelt. Meine Rüstung sieht schön aus, wenn sie nass ist, ne? Hinter ihn! Weiter! Weiter! Du verfluchter Bastard! Komm schon! Da haben die echt geschafft, den einen zu töten. Moment, pass auf. Ja, genau. Weg. Sag nicht dreckiger Zauberer zu mir, ich rette euch immerhin hier. Solche Ungetüme her. Das sind Frauen, die zu viel gesoffen haben. Denk also dran, wenn du das nächste Mal eine Frau was trinken lassen willst, gib lieber selbst. Ja, das ist eine sehr guter Einwand. Lieber die Frau saufen, nicht saufen lassen, damit sie nicht kein Wasserweib wird mit Hängetitten. Aber die Hängetitte ist unser aller Zukunft. Ach, Baron, warum hast du keinen Schnellreisestein genommen?
Ach, guck mal, da ist doch bestimmt deine Tochter mit ihren Freunden. Ich würde dir helfen, aber ich laufe nur mit dem Baron mit. Hexer, warum bist du hier? Erzähl ich dir später. Das war's. Familientreffen. Hexer, hast du deine Meinung geändert? Wie viel hat mein Vater dir gezahlt? Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Hm. Vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter, du bist wieder da. Komm, verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren, niemals. Das lasse ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann, ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Wir sollten Anna finden. Dein Vater. Er sucht seine Frau, deine Mutter. Wirklich? Zahlt er dir viel, damit du sein Ja-Sager bist? Wahrlich, ich sage euch. Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soro? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich einen Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Hexer, wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha! Woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf. Die Mumen werden die so aufschlitzen. Nicht. Hier drüben! Mutter? Ist sie es wirklich? Nein! Unmöglich! Wir müssen etwas tun! Hexer! Da kommt etwas. Passt auf. Was war das? Wölfe vielleicht? Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Macht euch bereit.
Zu schnell, der Hurensohn. Na toll. Brennwasserweib. Du bist so fällig. Kopf ab. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Nächste erledigt. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt dir Geschmack. Ein Unhold? Was ist das denn? Weg! Au! Weg, weg, weg! Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt dir Geschmack. Das war's mit dem Unhold. Was war das? Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben! Sind sie nie zufrieden? Seht sie doch an! Hexer, du musst dich doch mit sowas auskennen! Was ist los mit ihr? Ganz ruhig. Es bringt nichts rumzuschreien. Beruhige dich. Das sagst du so einfach. Wie denn? Das ist meine Mutter, verstehst du nicht? Er ist auf unserer Seite. Lass ihn nachdenken. Hexer, weißt du, was mit der Frau los ist? Sie hat sich völlig verändert. Die Mumen müssen sie verflucht haben. Kannst du diesen Fluch brechen? Dazu muss ich wissen, welcher es ist. Sie kann hier nicht allein gelebt haben. Vielleicht ist noch jemand hier, der etwas gesehen hat. Vielleicht Hansi. Wer? Ein Junge. Ein Einsiedler. Er lebt im Sumpf. Kam hier von Zeit zu Zeit vorbei. Vielleicht hat er was gesehen. Wir müssen ihn finden. Er mag keine Fremden. Wartet hier. Ich gehe besser allein. Oh Mann. Weißhaar? Ganz entspannt. Ich sammle erstmal die Sachen ein. Dann gehen wir zu Hansi, den Navi im Wald. Teufelsbrot! Auf den Weg dahin kriegen wir bestimmt auch noch ein bisschen Besuch, oder? Wie ich's hasse. Genau. Ich dachte, ich könnte schon einsammeln und habe natürlich deshalb die Rolle gemacht. Hab mich aber getäuscht. Komm, lauf, schneller, wir wollen Hansi reden. Die Mumen werden ja auch keine Pause machen. Nein! Warum sollte die Ausweichtaste gehen? Verbrenn den Schweinehund. Na, nimm die Gedärme der Frau noch auf und dann gucken wir mal, was Hansi da macht. Hansi! Komm jetzt! Hansi! Er ist nicht hier. Da stimmt was nicht. Ich muss mich umsehen. Vielleicht versteckt es. Ach du Scheiße.
frische Fußspuren. Hansi ist hier entlang gelaufen. Ist er vor etwas geflohen? Ja, muss ja wohl so sein. Ich höre etwas Großes da hinten. Ach, da ist er doch. Hansi, wach auf. Was? Wer? Oh, Hexer. Hast du mich erschreckt? Dachte schon, es wären diese abscheulichen Hexen. Hab welche bei deinem Unterschlupf getötet. Die Mumen haben sie geschickt, um mich zu bestrafen. Du hast die Mumen gegen dich aufgebracht? Wie das? Ich hab ihnen gesagt, sie sollen verschwinden, aber das mögen sie nicht. Warum hast du das gemacht? Ich wollte Oma helfen. Sie war so gut zu den Kindern. Ohne die Kleinen wäre es hier draußen so fad. Sie wäre vor Langeweile gestorben. Ich habe die Mumen angefleht, ihr nichts zu tun. Aber sie waren wütend. Denn Oma hat die Kinder entkommen lassen. Dann hast du gesehen, was mit Oma geschehen ist? Oma hatte aus Versehen etwas Mohn und Asche vermischt. Ich half ihr beim Aussortieren. Hab von Natur aus kleine Hände, siehst du? Sowas ist ein Klacks für mich. Waren gerade dabei, die Samen aus der Asche zu holen. Da schrie Oma auf einmal auf. Das Zeichen auf ihrer Hand fing an zu leuchten. Sie rief, ich solle mich verstecken. Bin in eine Truhe gekrabbelt. Hatte kaum Zeit, bevor die Mumen reingewackelt kamen. Die Weberin schnitt Oma eine Locke ab. Zur Strafe, dass sie die Kinder entkommen ließ. Dann öffneten sie die Luke im Boden, stiegen runter, weit runter. Leider nicht bis in die Hölle. Hast du einen Blick durch die Luke geworfen? Sehe ich etwa so dumm aus? Nein, aber neugierig schon. Meine Neugier hört dort auf, wo Dummheit anfängt. Wozu brauchte die Weberin Omas Haare? Irgendeine Idee? Die Mumen hören mit den Ohren anderer. Das Haar gibt ihnen Macht über deren Leben. Manchmal weben sie aus dem Haar seltsame Schnüre und manchmal nehmen sie es mit nach unten. Bist du in der Truhe geblieben, bis die Mumen fort waren? Ich hatte es vor. Sei still und rühr dich nicht, habe ich mir gesagt. Keinen Mucks, bis sie gehen. Aber dann fiel Oma zu Boden, fing an zu schreien und sich die Haare auszureißen. Ich wusste weder ein noch aus. Da bin ich rausgekommen, wollte ihr die Kräuter geben, die sie immer den Kindern gegeben hatte. Aber sie war nicht mehr sie selbst, sie war ein Monster. Und? Hast du ihr die Kräuter gegeben? Ich hab's nicht geschafft. Die Mumen kamen zurück. Ich bin auf die Knie gefallen und hab sie angefleht, Oma zu verschonen. Da fing die Brauerin an. Böser Junge, oh du Böser, darfst nicht Nein sagen, wenn die Schwestern ein Ja hören wollen. Dann sagte die Flüsterin, lauf Junge, lauf, bevor deine Beine verfaulen. Sie lachten und ich rannte davon. Du solltest dich glücklich schätzen, dass du fliehen konntest. Mach ich ja. Aber ich bin die Herrin nicht lange los. Wenn mir mein Leben lieb ist, muss ich mich verstecken. Dann kann ich meine gemütliche Höhle vergessen. Da gucken sie zuerst nach mir. Geh am besten tiefer in den Sumpf, oder? Das werde ich wohl müssen. Und was machst du? Da ist etwas in diesem Keller. Der Schlüssel zu Omas Schicksal. Da bin ich sicher. Wirst du ihr helfen? Wenn es noch nicht zu spät ist. Danke, Hansi. Und viel Glück. Er wird es brauchen. Und sollten dir irgendwelche Wasserhexen über den Weg laufen, versohl ihnen kräftig den Hintern. In meinem Namen. Leb wohl, Hexer. Ja, leider. Ende der Zeit erstmal. So, dass wir erst beim nächsten Mal weitermachen können. Mit der Rückkehr zum Buckelsumpf. Bis dahin. Ciao. Euer Doc.